Hallo da draußen und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute gibt es einen leckeren Party-Snack, den ich zusammen mit etwas Hüttenkäse zubereiten werde. Das Ganze verschwindet dann für ca. 25 bis 30 Minuten im Backofen bei 170 Grad und fertig ist der super, super leckere Snack. Den Hüttenkäse einfach in eine Schüssel geben, das Ei dazu, den Käse und dann großzügig mit Oregano bestreuen, Salz und Pfeffer nicht vergessen, um das Ganze noch abzuschmecken. Und alles gut miteinander vermischen. Anschließend auf den Blätterteig verteilen. Dann zusammenrollen, der Länge nach. Dann schneide ich schon die Schnecken aus und lege das Ganze auf ein Backpapier. Anschließend für ca. 25 bis 30 Minuten bei 170 Grad ausbacken. Die Dinger sehen super, super lecker aus und noch ein kleiner Tipp vorweg, lasst den auf jeden Fall noch ein bisschen abkühlen, so ca. 15 Minuten, weil die sind am Anfang noch ziemlich, ziemlich weich und die brauchen ein bisschen Zeit, damit die fester werden. Und es hat noch einen Vorteil, ihr verbrennt euch nicht die Zunge. Das Rezept reicht so für ca. 8 Portionen aus und wenn ihr Oregano braucht, schaut mal im Online-Shop vorbei. Da bekommt ihr auch noch andere Gewürze, würde mich freuen. Ansonsten euch einen guten Appetit und bis zum nächsten Video.